So, ich lege mal jetzt so mal ein bisschen offen, warum mein Bruder sich für so clever hält. Er hat keine kreative Intelligenz, keine Kombinationsfähigkeit. Er ist einfach jemand, der stur auswendig lernt. So, das ist keine besondere Leistung. Und ich glaube, jetzt gerade merkt man, wo da an diesem System die schwache Stelle ist. Und er versucht sehr viel vom Tierreich abzuleiten, so dass er hat meinen Vater damals, als ich, er hat meinen Vater immer dazu drängen wollen, die Unterstützung aufzugeben bei mir. Er muss erwachsen werden und so, weißt du, wenn kleine Wölfe irgendwie nicht richtig, sich nicht von der von der Mutter trennen wollen oder so, dann werden die gebissen, verbissen oder so, damit die weggehen und so. Weil die nur noch eine Last sind und so. Der versucht immer irgendwelche Vergleiche aus der Tierwelt zu finden, zu heranzuziehen und daraus irgendwelche Prinzipien für das Leben von uns Menschen ja, herzuleiten und zum Beispiel auch und der ist einfach nur das Küken, was als erstes auf die Welt gekommen ist und was jetzt das noch nicht geschlüpfte Geschwisterküken einfach aus dem Nest schmeißen möchte. So ungefähr ist der drauf, ja. Und ich weiß nicht, ob das in der Natur vorkommt, aber das wäre eine lustige Analogie, die jetzt passen würde. Und ich möchte eins noch dazu sagen: der meint, der denkt wahrscheinlich, dass es eine intelligente und clevere Art ist, um Taktiken und Strategien fürs Leben zu finden, indem man sich an Tieren orientiert, aber. Sind wir als Menschen nicht zu gut dafür? Was ist denn mit unserer Kultur, mit unserer Moral und Philosophie und alles das, was wir uns aufgebaut haben? Stehen wir mit all dem nicht über den Tieren? Ist das nicht irgendwie voll der Rückschritt, wenn wir uns dann an Tieren orientieren und von denen lernen? Also, das ist irgendwie sehr, sehr merkwürdig, wenn heutzutage jemand so sich an der Tierwelt orientiert und dann. Und dann wegen solchen niederen Beweggründen einfach nur. Das ist. Ich konnte mir das lange Zeit nicht vorstellen, weil er so einen adretten Auftritt hat, ne? So sehr, ja, fast schon spießig. Und, aber der ist getrieben von ganz, ganz niederen Beweggründen. Einfach nur, dass er ganz klassisch, so richtiges Klischee, ich komme auf die Welt. Der heult. Mein Vater fragt, warum weinst du? Ja, ich wollte schon immer mal einen Bruder haben. Ja, hat er einfach gelogen. Einfach ganz klassisches Szenario. Hat sich ungeliebt gefühlt. Hat sich immer gefreut, am Wochenende zu seinem Vater zu kommen und von ihm verhätschelt zu werden, weil er ein schlechtes Gewissen hatte, dass er nicht immer für ihn da gewesen ist, als er klein war. Durfte der hier immer ohne Ende Fernsehen gucken, hat der Kabelfernsehen hier gehabt. Und durfte alles machen, was der zu Hause bei seiner Mutter nicht machen durfte. Und dann komme ich auf einmal und klaue ihm die Show. Und jetzt hat er da immer noch ein Problem mit. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch irgendwas zu sagen muss.